Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craftopia. In der letzten Folge haben wir ja unsere Silbererzproduktion abgebrochen, weil Kiste ist voll und ich weiß nicht wohin damit. Ich werde das jetzt auch gleich alles verkaufen. 3, 4. Ich werde jetzt mal ganz kurz Stahl herstellen, denn das wird heute eine kleine Spaßfolge. 80 Stück. Ich brauche noch mehr. Zum Glück haben wir ja jetzt eine ordentliche Eisenproduktion. Ich brauche noch mehr Stahl, denn ich will heute ein bisschen was Großes herstellen. Okay, was bringt mir das, wenn ich das jetzt alles verkaufe? 208.000 Gold! Ja, ich sag dazu nicht nein. Das Eisen kann wieder weg. Die Slates können wieder hier rein. Ihr seht es auch hier hinten schon. Ich habe 95 Steinböden hergestellt. Aus dem einfachen Grund, ja, wir werden heute Monumente setzen. Wo haben wir die denn? Was war das nochmal? Oh, ein automatischer Ofen. Da werden wir auch noch ein bisschen was machen damit. Aber nicht mehr in dieser Folge. Wo haben wir denn die Monumente? Hier. Ja, 100 Stein, 100 Holz, 100 Kupfer. Ja, 100 Kupfer haben wir. 100 Holz haben wir auch. Ich nehme gleich 200 mit, weil das andere Monument braucht, glaube ich, auch so viel. Und dann braucht das, glaube ich, sogar noch Stahl. Ja, das braucht noch Stahl. Okay, dann suchen wir uns jetzt einen Platz für das erste... Halt, ich müsste es auch herstellen. Für das erste Monument aus... Craftne. Ich weiß nicht, wie groß das ist, deswegen habe ich so viele, ja, Steinplatten hergestellt. Ich muss jetzt mal gucken, wir sind hier, das heißt hier auf dem Wasser, ist sogar eher gesagt da hinten auf dem Wasser, ist so viel Platz, da könnte man was bauen. Wir können mal ganz kurz hier reinlunzen, Wasser, oh Gott, das Ding ist ja fast voll. Ja, gut. So, 6. Wir bauen dich da hoch. 3. Hier fangen wir an. Wir machen erstmal 3 mal 3. Die 7. Ah. Ach du. Hä? Was ist denn? Lol, okay. Hier kann ich nicht setzen. Lol. Ich kann nicht. Was ist denn das für eine Kacke? Ich dachte, ich kann das da oben setzen. Das ist ja Kacke jetzt. Dann testen wir das mal hier aus. Aber wir haben gesehen, das ist sehr, sehr groß. Drei, vier. 1, 2, 3, 4. Ja, da war ich nass. Und schon wieder. Vier Stück. So. So, die reißen wir natürlich wieder ab. Aber ich hoffe, das klappt, dass man das da draufsetzen kann. Na, wirst du... Alter, die sind ja, sagen wir mal, störriger als... Sagt man stur...
Störriger als meine Kinder. Nummer 7. Es geht nicht dahin. Warum? Aber das ist ja mal... Ach, kann das sein, dass da hinten eventuell die Map zu Ende ist und es deswegen nicht geht? Aber warum geht das dann hier? Hä? Muss ich die Logik verstehen? Ich will ja nicht, dass das so in den Boden rein spackt. Okay, hier würde es wieder gehen. Hier wieder nicht. Na, komm. Ne, hier geht's wieder nicht. Hä? Okay. Wir suchen uns jetzt mal einen ordentlichen Platz aus, der einigermaßen eben ist. Da ist unsere Base, da will ich nicht. Och, oh nö, nicht der schon wieder. Kann man das hier hinsetzen vielleicht? Auch nicht. Hä, ich verstehe es einfach nicht. Hä, hier geht's wieder. Aber ganz ehrlich, nö, dann mache ich das jetzt ganz anders. Stahl braucht er noch ein bisschen, bis es hergestellt ist. Ja, das schaffe ich nicht bis da hoch, oder? Nee, schaffe ich nicht. Och Mann. Aber hä, hier könnte ich es jetzt wieder aufbauen. Dann bauen wir es dahin. Ja, wir haben eine Pyramide. Hä? Hä, was ist das? Das ist aber keine Pyramide. Also ich sehe hier definitiv keine Pyramide. Ich weiß nicht, ob ihr hier eine seht, aber ich auf jeden Fall nicht. Oder liegt es daran, dass hier so viel Holz ist? Ich schmeiß jetzt einfach mal, sagen wir mal, die Bäume weg. Okay, ich glaube, ich muss erst das Ding wegmachen, dann die Bäume weg und dann setzen wir es nochmal. Ich will halt wissen, wie das Teil aussieht. Und so klein ist das ja gar nicht. Ansonsten setze ich das da oben auf den Berg hin. Ey, die Hühner, ganz ehrlich, die gehen mir so auf den Sack. So, dann die Nummer 7. Hä? Es wird angezeigt, dass hier irgendwas kommt, aber... Gut, dann setzen wir das mal oben hin. Ich will wissen, wie die aussieht. Das kann doch jetzt nicht wahr sein.
Hier könnte ich es hochschaffen. Jo, kann ich das vielleicht hier schon setzen? Ja, natürlich nicht. Wow. Ach, da unten ist ja so ein Tower. Hier ist eine schöne gerade Ebene. Wenn ich das jetzt hier hinsetze, was passiert dann? Ich verstehe das nicht. Der zeigt mir doch an, dass der da nach oben was macht. Aber irgendwie taucht da diese Pyramide drauf nicht auf. Und ich will jetzt nicht auf irgendeine andere Map gehen, um das dort zu setzen. Oh. So, versuchen wir es hier nochmal. Ne, irgendwie taucht keine Pyramide auf, obwohl das eine sein soll. Hä? Okay, das ist gelb. Da fängt die Pyramide an. Die geht hier oben aber nicht weiter. Hä? 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 Kann man den Kran vielleicht bedienen? Ja, wenn man hochkommen würde, Eik. Ja, ich bin hungrig. Ich weiß. Ich verstehe das nicht. Nein. Doch, hier kann... Ja. Okay, Pyramide ist keine Pyramide, das ist einfach nur eine Bauplattform. Sehr geil. Also, ja. War eigentlich gerade rausgeschmissene Ressourcen, ne? Wenn das andere auch so kacke ist, dann... Ja, weiß ich auch nie weiter. Die Bodenplatten, wo hab ich denn die? Die habe ich da hinten hingebaut. Die lasse ich dort erst einmal. Vielleicht kann ich da irgendwas automatisch drauf bauen lassen, ne? Weil wäre schon nice, wenn ich irgendwie das ganze Gebiet nutzen kann. Das wäre echt nice. Und bei meinen Schäfchen ist tote Hose. Und ich habe ja gesagt, ich mache hier erst einmal nicht weiter. Weil, ja, ich habe genug Batterien. Okay, also dieses Monument, ja, ich drück's einfach ganz einfach aus. Ist für'n Arsch. Das ist nur eine halbe anstatt ganze Pyramide. Dann stellen wir uns jetzt noch das andere her. Jetzt will ich wissen, wie das aussieht. Craften. Das ist die 7 und das ist gar nicht so groß. Ich hoffe, das geht wenigstens auf die Dinger da drauf. Das braucht ja normalerweise nur einen festen Unterstand. Und das hat's hier eigentlich. Hä? Hier versinkt's einfach im Boden. Ich verstehe das nicht. Das ist... Hä?
Hä? Was ist denn das? Ja, der gleiche Spaß mit der Pyramide. Hier, ich will es einsammeln. Hallo, hallo, ich hab's grad. Sag mal. Willst du mich. Hallo? Jetzt. Also, ich muss sagen, das ist ein totaler Reinfall, die Dinger herzustellen. Ich dachte halt, man stellt diese fertigen Monumente her. Man kriegt einfach nur den Baugrund. Muss man die Dinger jetzt selber bauen irgendwie? Aber das mache ich dann natürlich nicht. Da bin ich ehrlich zu faul dazu. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was es mit den Dingern auf sich hat. Ich blick da auf jeden Fall nett durch. Stein kommt da rein. Batterien hatten ja jetzt eine extra Kiste. Kupfer kommt da rein. Stahl war hier drinne. Die Wolle muss ich wieder durchwaschen lassen. Ne? Und, oh, da haben wir ja noch ein bisschen was drinne. Und wir haben wieder Fleisch. Maximal herstellen. Dann gucken wir mal hier in den Pott rein. Ja. Ja, machst du mir jetzt Essen? Nö. Jetzt. Nö. Aber jetzt. Ja, sehr schön. Das hat man schon ausgeleert, oder? Ja. Ich würde sagen, dann verkaufen wir jetzt einfach mal just for fun alles an Wolle und diesem Fleisch, was wir da haben. Ach, guck mal, dieses Autosave, wenn ich irgendwas machen will. Ihr seht ja, da haben wir mehr als genug davon. Wolle. Bringt uns alleine schon 299.000. Und das Essen bringt nochmal 79.000. Ja, wir machen die 2 Millionen jetzt langsam voll. Das gefällt mir. Oder was heißt, wir machen sie, die sind danach voll. Also das ist recht nice. Das packe ich jetzt mal hier rein. Oh, nö, das machen wir in der nächsten Folge. Wir haben jetzt noch ein paar Minütchen. Wir müssen ja noch was craften für Quests. Und zwar ein Hoverboard und ein Motorcycle. Hoverboard braucht Holz und Federn, Motorcycle, Batterie, Betanolöl und Cogwheels. Oder Cowwheels, Cogwheels, Kugwheels, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Also, Batterien. Hier haben wir das Öl. Hier haben wir die Zahnräder. Hier haben wir das Holz. Und hier haben wir Federn. Dann machen wir gleich noch ein paar Quests fertig hier. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Put iron or handed sword into refined VIP chest for refined weapon. Genau, das wollte ich ja auch noch machen, aber nicht mehr in dieser Folge. Ich habe mich nämlich mit dem Ding schlau gelesen auf der Wiki von genau, Craftopia, und ja, das werden wir auf jeden Fall auch in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Können wir jetzt just for fun noch irgendwas craften? Ich habe Lust, irgendwas herzustellen.
Ich hätte so einen, auf so einen Bankautomaten Spaß. 1 Mil G Landsale Construct. Aber wie kriege ich das? Ich brauche das und das. Craften. So, für was ist das jetzt gut? Oh! Das braucht man doch hierfür. Hä? Ach, das muss... Lol, warte mal. Jetzt ist es gesigned. Oh! Oha! Ich habe 1 Mille Gold verloren. Ich habe gerade 1 Million Gold verloren. Okay. Das ist mies. Das war, ja, mies und scheiße. Und, nee. Stahl, Stahlkiste. Haben wir doch alles noch. Stahl und Stahlkiste haben wir hier. Ich hatte nämlich aus Versehen zu viel hergestellt. Bankautomat. Nummer 6 ist das. Wo stellen wir dich denn auf? Wir stellen dich mal hier auf. So, und was kann das jetzt? Ich zahle mal jetzt scheiß drauf 1 Mille ein. Und ich habe 1 Mille drinne. Okay, da ist das Gold gesaved. Wow, okay. Das ist aber echt nur um dieses Schreiben herzustellen, verballert man schon 1 Million. Das ist echt. Ho. Glas und Eisen. Wir haben ja noch. Obwohl, nee, wir machen in der nächsten Folge weiter. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst vor allem Kommentare da. Ich beantworte alle Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.